Laxenburg im Herbst. Unser Weltenbummler macht sich inmitten malerischer Landschaft bereit, die größten Dramen des Wienerwaldes zu erleben. Die Franzensburg. In dem großen Bauwerk des 19. Jahrhunderts kann unser Weltenbummler das einstige Drama regelrecht hören. Hier vergoss nämlich eine juvenile Kaiserin einst bitterlichste Tränen ob ihres Gatten, der die Regentschaft seinen Flitterwochen vorzog. Lasset uns die Tragik der Habsburger weiterführen im Schlosse Meierling, in dem unser Thronfolger Kronprinz Rudolf seinem Leben seinerzeit ein verzweifeltes Ende gesetzt hat. Auf der Suche nach Ruhe begibt sich unser Weltenbummler nach Baden. Hier zog sich auch schon Beethoven zurück, um eines seiner größten Stücke zu komponieren, das er selbst niemals würde hören sollen.